unilaterale Nachfrageeinschränkungen beim Öl, wie Europa sie mit dem Verbrennerverbot hier verhängt, sind wirkungslos. Es folgt, dass die alleine nichts bewirken. Die Preise fallen und bei fallenden Preisen kaufen andere. Und die anderen sind nun dummerweise auch noch gerade die Konkurrenten, die für ihre Industrie das brauchen. Das heißt, wenn die Europäer jetzt kein Öl mehr kaufen, dann helfen sie den Chinesen, die dann gerne für ihren industriellen Aufschwung auch das brauchen. Die Chinesen brauchen alles. Die machen Windflügel, die machen Solar, die machen Kohle, die machen alles, wo sie überhaupt nur Energie herkriegen.